Hallo, damit herzlich willkommen einmal wieder zurück zu einer weiteren Folge hier im Bussimulator 21. Heute mal beim Sprintrennen mit meiner Wenigkeit. Hallo, ich grüße euch. So, ich muss noch mal ein bisschen vorspielen und alles und hier und da und tun und machen, aber wir haben es geschafft, beziehungsweise ich. Also, lasst mal schauen. Erstmal, ich habe jetzt mittlerweile 15 Mann dorthin befördert, aber wir müssen ja noch einen Erdgasbus kaufen. So, dafür haben wir Kohle gebraucht. Die Kohle haben wir jetzt mittlerweile. 389.000 Ocken sind auf unserer Uhr. Und das heißt, wir gehen jetzt einmal hier ran, interagieren einmal, sortieren das Ganze nach sogenannten Motortyp. Und dann haben wir hier unten irgendwo im Nirgendwo, oder ne, warte mal, Kraftstoff, wo war es hier? CNG, ja. Scheinbar die englische Beschreibung dafür. Wir haben jetzt die Auswahl zwischen einem Warbanway, ne, von Iveco und einem MAN City oder Lion City Stadtbus A21. Da wir natürlich nur mit MAN schon alles haben und so weiter und so fort, habe ich mir gedacht, wir nehmen mal in Iveco. Den hat man eben nach gar nicht. Der hier unten, das war auch einer, den, ja, den haben wir aber allerdings noch nicht freigeschaltet. Deswegen. Einen Urban Way, der kostet uns mal ganz schmale 330.000, also günstiger wie der MAN, davon mal ganz abgesehen. Wir werden eine Testfahrt mit ihnen vereinbaren. Ja, hier haben wir nämlich das gute Stück. Sitzplätze 24, ist jetzt nicht allzu viel, Stehplätze 87. Ja, ja, Wendekreis 10 Meter, das geht eigentlich. 213 kW, 1100 Newton, zwei Achsen. Ja, werden wir hinkriegen. Ach, niedlich. So. So, so, so. Das ganze gute Stück Mann hier. Die Türen hört man ja so gut wie gar nicht. Oh. Ist wirklich niedlich, muss man sagen. Oh. Konnten die anderen das auch? Nur gar nicht so verkehrt hier. So, Gang einlegen. Handbremse raus, stimmt. Und Feuer. Ja, dann schauen wir mal hier. Ist natürlich sehr wendig, der Kleine. Ja, aber interessantes Design, trotz all den drei Türen. Ne? Ja. Korrekt Blinker gesetzt, das finde ich gut. Ja. Nö, passt eigentlich. Gefällt mir. Machen wir mal Licht an hier. Ja, doch, doch, doch. Da sehe ich uns eigentlich. Denn ich habe momentan diesen riesen MAN-Bus auf dieser Route. Der ist ein bisschen ineffizient. Also wir verdienen trotzdem gutes Geld, aber der ist zu groß. So viel brauchen wir offiziell gar nicht. Ja. Deswegen wird der Bus dann hier der nächste sein. 330.000, Halleluja. Ich freue mich schon darauf, da selbst mit dem Bus hinzufahren. Ja, ich auch. Gold Island ist wirklich schön. Ich glaube außerdem, dass es ein großartiger Ort für Touristen wäre. Ja. Auch gut betuchte Besucher fühlen sich dort bestimmt wohl. Wir müssen ihnen nur den Charme von Gold Island vermitteln. Wir könnten Anzeigen schalten, um Gold Island von seiner besten Seite zu zeigen. Mhm. Oh, und unser Streckennetz ausbauen, um einige schöne Routen anzubieten. Und pass auf, dass du langsam fährst. Die Fahrgäste sollen die Aussicht genießen können. Ja, die sollen nicht die Aussicht genießen können, die sollen einfach... die sollen einfach den Bus einsteigen bezahlen und sollen an ihrer Haltestelle, wo sie aussteigen wollen, aussteigen. Ja, so ein Ding ist das nämlich eigentlich. Gut, ich habe schon gesehen, wir brauchen jetzt einen Bus mit Gold Island oder Island Werbung. Dann nehmen wir nämlich den Bus, weil der Bus soll ja eigentlich auch auf der Route eingesetzt werden. Ich möchte den großen MAN-Schlenki. Alter, warte. Ich möchte den großen MAN-Schlenki nicht auf dieser Route haben, weil das ist so sehr eng. Ne? Wir haben es ja in der letzten Folge gesehen. Also das geht alles irgendwie, irgendwo und so, ne? Aber es ist schon alles a little bit eng. Deswegen würde ich da gerne etwas anderes hinsetzen, beziehungsweise halt diesen Stadtgas- oder Erdgasbus. Deswegen. Aber ich glaube, wir brauchen eh eine neue Route dort drüben. Irgendwas war mit Verbinde hier und Verbinde da. Deswegen muss ich erstmal gucken, was uns die restliche Route da offiziell eingebracht hat. Vielleicht müssen wir die nämlich... Also ich habe die...
Ich habe die hier schon mal optimiert. Bleibst du stehen, sehr freundlich. Ich habe die schon mal optimiert, aber vielleicht müssen wir die noch weiter mit optimieren. Aber erstmal müssen wir in unsere Lackiererei, die gefühlstechnisch 3 Millionen Kilometer entfernt ist, aber ne, da vorne ist sie. Und dann hauen wir da nämlich auch Werbung drauf. Ich muss an den großen MAN auch noch Werbung drauf machen, weil die, wie gesagt, die Wartungskosten, es wird langsam teuer. Es wird alles langsam teuer und unser Gewinn wird geschmälert. Und das wollen wir ja nicht. Na, das wollen wir ja nicht. So, Sesam, öffne dich. Freundlich, freundlich. So, gucken wir mal kurz. Besitze einen goldenen Bus mit Golden Eisen, verbessere Golden Eisen auf Stufe 3, verbinde Golden Eisen mit West Awkward mit mindestens einer ausgeglichenen Route, fahre eine Route mit in Hauptverkehrszeiten am Morgen und am Abend mit einem Erdgasbus. Ach du Heimatland. Oh, das wären aber immer kompliziertere Aufgaben. So, Werbung. Chinatown, ist das hier dieses Gold Island oder was? Das ist diese komische Sonne dahin, das ist dieser Nightclub. Okay. Oh ja, naja gut, das ist jetzt nicht so das Geilste vom Geilen, aber es ist okay. Was bringt denn uns das? 1000, besser als nicht. Besser als nichts. Ich mag dieses Weiß eigentlich, das bleibt du einfach mal dabei. Änderung übernehmen. Sehr gut. Feststellbremse raus. Dann haben wir hier einmal die Werbung drauf. Bringen uns wenigstens noch ein Bill Cola. So. Und dann schauen wir mal. Also, wir haben hier die Island-Route. Die bringt uns 10.000 Euro pro Tag. Das ist so, die Zufriedenheit sind so 4 Sterne. Ist allerdings auch eine Routendauer von ca. 19 Minuten. Weil, naja, es sind halt mehrere Haltestellen. Aber die Haltestellen sind mittlerweile ganz gut hier angelegt. Wenn ich mal ein bisschen näher ran... ranzoomen, dankeschön. Ihr seht, ich habe die Haltestelle weggelassen, sodass das halt besser ist. Das wird momentan vom MAN bedient, okay. Das Ding auf Stufe 3 zu kriegen, ist gar nicht so das Problem. Weil die Haltestellen hier, die müssten theoretisch gesehen, ja, seht ihr das hier, die habe ich jetzt schon so oft angefahren, dass wir da eigentlich alles schon auf Stufe 3 upgraden können. Jetzt sind wir schon auf Stufe 2. Zack, sind wir hier auf Stufe 3. So, relativ simple Sache. Deswegen ist das jetzt gar nicht mal das Problem. Jetzt sollen wir eine Golden Island-Verbindung mit West Awkward herstellen, die ausgeglichen ist. Okay. Ist natürlich wieder eine neue Herausforderung. West Awkward ist hier das hier oben. Also dieser gesamte Abteil hier ist West Awkward. Und dann soll ich noch eine Route fahren mit Hauptverkehrszeiten am Morgen und am Abend mit einem Erdgasbus. Okay. Dann erstellen wir mal eine neue Route. Und schauen mal hier die Hauptverkehrszeit an. Die Hauptverkehrszeit hier ist bei West Awkward ja nun mal weniger am Morgen, sondern mehr so, ne, mehr am Abend. Und das hier unten ist halt am Tage. Schwierig, ne. Oder fahre eine Route, ach ne, das ist vollkommen egal, das müssen wir einfach nur so machen. So, egal. Gut, dann verbinden wir einmal die Nachfrage hier. Und zwar ausgeglichen. Das heißt, wir fangen beispielsweise hier an, gehen hierhin, dorthin, dahin. So, damit haben wir jetzt schon viermal die weniger betucht sind, aber das ist okay, weil somit fahren wir da und da und alles ist gut. Okay, und dann müssen wir das Ganze mit West Awkward verbinden, mit ausgeglichen. Das heißt, wir machen mal den ganz einfachen Olli und fahren... Haltestelle unterstützt keine weiteren Dinge, also weil die nicht ausgebaut ist. Ja, schwierig. Wir machen aber trotzdem mal den ganz einfachen Olli. Sound Regatta, das ist ja das dann hier. Und West Awkward ist alles hier oben. Und wir brauchen jetzt mindestens noch 3 solche Haltestellen. Das ist eher schlecht. Na gut, was ist es eher schlecht? Also wir fahren hier lang. Wir könnten dann theoretisch den hier machen. Oder wir können auch den hier machen. Eins, also zack. Zack. Und, zack. Ja, halt. Na,
Gottes Willen, ist ein bisschen umständlich hier. So, 4 von 4. Ja, das würde so klappen. Im Schleifenmodus wäre das Ding ein bisschen, sagen wir mal, doof. Ne? Da sind wir uns alle, denke ich mal, einig. Aber im sogenannten Ping-Pong-Modus sollte das nicht das Problem sein. Weil Ping-Pong-Modus ist ja hier eine Route im Schleifenmodus direkt zur ersten Haltestelle zurück. Das wäre zu weit. Eine Route im Ping-Pong-Modus kehrt nur zur Starthaltestelle zurück, wenn die Route erneut entgegengesetzt gefahren wird, nachdem sie die letzte Haltestelle erreicht wurde. Das ist nämlich in dem Falle hier besser. Da haben wir nämlich Ping-Pong bis zur 8 und dann geht es mit Floria Evans Street, also hier weiter. Das heißt, wir drehen dann hier einmal um und fahren hier die Route rückwärts erneut. Und somit haben wir da rein theoretisch gesehen keine Probleme. So, wir übernehmen die Route. Wir möchten erstmal keine automatischen Busse drauf zuweisen lassen. Gut, das ist jetzt offiziell Route 6. Das finde ich okay. Ne? Und die haben jetzt ihre Hauptverkehrszeiten, ja, wir jetzt gedacht, zwischen 9 und 14 Uhr, ist ja klar. Wir fahren das Ganze mit einem Iveco-Bus und annehmen. Bibim. So, hätten wir nämlich das Ganze auch erledigt. Wir machen mal die Feststellbremse raus. Und dann fahren wir das erste Mal jetzt unsere Route hier. Dann müssen wir jetzt erstmal zum Tourist Bus Center da unten hin. Dort kriegen wir ja alles mit. Langsam. Kriegen wir ja alles, denke ich mal, mit hin. Ja, auch wenn wir jetzt die Route schon kennen, aber wir fahren das Ganze jetzt mal mit ab. Und das hier mit der Route fahren im Sinne von, mit Hauptverkehrszeiten am Morgen und am Abend. Mal gucken, ob ich da irgendwelche Routen gerade da habe, also später da habe, die wir da einfach mit benutzen können. Also müssen wir jetzt nicht mal eine neue Route da irgendwie erschließen. Glaube ich zumindest. Ne? Ob das Ganze so klappt oder nicht, das wird sich dann zeigen. Aber moin moin KI. Aber das kriegen wir schon alles irgendwie hin. So. Aber immer mal schön wieder einen gelenkischen Bus hier zu fahren. Weil ich bin jetzt die ganze Zeit, also um die Kohle zu fahren, mit diesen MAN City 18 gefahren. Also mit diesem Schlenki halt. Och, der ist echt träge. Also der ist halt wirklich original. Laufen Sie zu, junge Frau. Der ist original sehr, sehr träge. Ich meine, ist geil, weil wir spielen hier immer weiterhin hier noch auf dem Hardcore-Modus. Und der Hardcore-Modus hat das ja auch so Indus, dass die Steuerung oder Lenkung, das Beschleunigungsverhalten, ich habe eine rote Ampel angeblich überfahren, das Beschleunigungsverhalten und so weiter und so fort, dass das halt alles realistisch ist. Also das ist so für Tastaturspieler dann weiter runtergezogen. Ja, das Beschleunigung halt langsamer, bla bla bla. Habe ich euch schon alles erklärt. Deswegen, aber da merkt man diese Trägheit schon. Also bis du da mal auf 50 km/h kommst, das dauert. Na, ist ja bei denen hier, und obwohl hier geht es schneller. Ne? Aber ihr merkt so, wir sind jetzt gerade mal bei 30 und ich stehe die ganze Zeit auf dem W drauf. Ne? Also auf der Taste W. Deswegen, das ist schon ein bisschen was anderes. Apropos ein bisschen was anderes. Heute ist der 7.9. und das heißt, wir, oder ihr eher gesagt, könnt den Bus Simulator 21 kaufen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wann auf Steam. Ich weiß nicht, ob der jetzt schon zur Verfügung steht oder gegen 19 Uhr erst, je nachdem. Ja, gut, je nachdem, wenn das Video heute rauskommt. Ne, aber er ist da. Es gab heute nochmal einen Day One Patch. Der war ganze, ich glaube, 600 MB groß oder so. Ja. Deswegen, wie gesagt, preistechnisch gesehen, 35 Euro. Tut ein bisschen weh, muss ich ehrlich sagen. 35 Euro ist eine Menge Geld für so ein Spiel. Also generell ist das eine Menge Geld. Bewegen wir uns eigentlich im Simulationsrahmen selten. Aber ja, wird seine Gründe haben. Deswegen. Ich bin mal gespannt, wenn ihr es euch holt, was ihr dazu sagt. Fehler bis jetzt, naja, außer dass die KI manchmal halt Aussetzer hat. Was man jetzt schon öfters gesehen hat, ist da mir jetzt eigentlich nichts weiter so großartig aufgefallen. Sie blockieren die Tür. Ja, das ist richtig. Mir ist gerade mal aufgefallen, dass ich echt noch den großen MAN hier im Ding so habe. So, und jetzt werden wir erstmal die Fahrkarten kontrollieren. Ja, das hoffe ich doch. Ja, besser ist. So. Gut, dann läuft das jetzt hier weiter. So. North Harbor Way.
Gott sei Dank haben wir hier keine Vorgaben, dass wir hier irgendwie... Tut es schon. Sie investieren eine kleine Summe. Ja. Wegen mir auch eine große. Ja. Und wenn Sie sie gut anlegen, wie ich Ihnen raten würde, fährt Ihr Unternehmen Gewinne ein. Ja. Sie machen sicher schon Gewinn, aber wie viel Geld würden Sie investieren können, wenn Ihr heutiges Investment aufgeht? Ich investiere, um zu investieren. Ist eine Art Hobby. Schon mal daran gedacht, in Aktien zu investieren? Ja. Bin ich sogar, junge Frau. Alles gut. Und jetzt halten Sie Ihren Schnabel und lassen Sie den Busfahrer und Bus fahren. Gottes Willen. So, einmal Rampe nach draußen, einmal absenken. Diese Erdgasbusse sind aber echt leiser als normale. Warte mich, oder es ist einfach nur der Bus. Aber Iveco hat ein schönes Design. Muss man ja lassen. Muss man ja wirklich lassen. So. Und weil wir Zeit haben, so ein bisschen, die Fahrkarten bitte. Hier ist die Fahrkarte. Danke, die Fahrkarte bitte. Und die Fahrkarte. Hier, bitte. Besser ist das. Na? Schwarzfahrer kann ich ja gar nicht leiden. So. Wunderwärchen. Ja, das Gequatsche von den Leuten, das ist halt weiterhin ganz schwierig. Hier, solche KI-Aussetzer, die stehen halt hier einfach blöde rum, ohne teilweise mal ersichtlichen Grund. Und ab und zu setzt die Blinkertaste auch mal aus. Ist aber nur bei Tastaturspielern so, im Lenkradbereich sollte das eigentlich nicht passieren. Weil manchmal erkennt er so, hey, du hast schon eingelenkt, setzt den Blinker gleich wieder so hier, ne? Das ist noch ein bisschen doof, um Bonuspunkte zu bekommen. Ah, na gut, kannst du machen, nichts. Die KI ist halt an solchen Stellen hier langsam, ne? Wir haben hier eine Auffahrt, beziehungsweise doch eine Auffahrt von den Highway da oben, ne? Und die KI versucht dann immer ganz vorsichtig, ne? Ja, keine Kollision. Ich meine, das ist gut, die KI denkt da wirklich mit, um Kollision zu verhindern, auch mit uns, auch mit den Leuten. Ihr seht es ja, ne? Die rennen dann so teilweise, und gut, manchmal haben sie auch Aussetzer, aber sie versuchen den Bus auszuweichen. Was ja tendenziell eine gute Idee ist, weil Mensch gegen Bus, der Bus gewinnt. Ne? Brauche ich jetzt keinen wissenschaftlichen Beirat dafür, für die Erkenntnis, sondern das sollte jedem bewusst sein. Ich muss hier aussteigen, bitte. Ja, das hätten sie auch mal vorher sagen können. Ohne Momente, bitte. So. Oh, ja. Es ist viel zu heiß draußen. Ja, ist richtig. Studententicket, Targetskarte. Mir fällt der Name des neuen italienischen Restaurants. Da sind wir jetzt bei 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Ah, Gott. Jetzt haben wir den Salat. Ah, Gottes Willen. So. Danke. Bitte. Hey. Du hast zu viel Rückgeld gegeben. Ah, egal. Seniorenticket. Einfache Fahrt. Ah, wollen wir komplett aus dem Prinzip. Ja. So, haben wir alles. Das freut mich. So, Fahrkarte bitte. Ja. Karte. Obwohl, sie haben gekauft, ne? Ja, besser ist. So. Dankeschön. Schön, dass Sie mitmachen. Das freut mich. Hinten stehen bleiben, bitte. So. Old Cycle? Auch Old Ziele? Ja. Können Sie noch mal die Tür aufmachen? Oh Gottes Willen. Kennst du die Theorie, dass sich kleine Katzenarten untereinander. Ja, Dankeschön. Dankeschön, Gott sei Dank. Gehen Sie mit Gott, aber gehen Sie. So. Gottes Willen. Es ist schwierig. Es ist schlimm. So. Dann haben wir die nächste Haltestelle am alten Silo. Ja, wir haben den Rollstuhlfahrer an Bord. Das habe ich diesmal direkt gesehen. So. Was ist denn jetzt schon wieder? Schlechte Halteposition. Ich liebe dieses neue Fischrestaurant in Chinatown. Naja, gut. Wir hätten, eine Fahrkarte. Wir hätten mit dem Arsch noch ein bisschen weiter reingekommen. Das stimmt allerdings. So. 70. Bitte. Hey. So, ja. Ich geb dir Outlay Business UV.
So. Dann einmal eine Fahrkartenkontrolle. Was? Ja. Ach so, hier. Danke. Hier, bitte. Danke. Habe ich Ihnen schon gezeigt. Ist mir egal. Wo hab ich danke. Denn? Danke, danke. Sehr freundlich. Ach, bis die das zeigt, Junge, bin ich schon dreimal durch. So, wunderbar. South Regatta. Ah ja, gut, dann fahren wir nämlich jetzt wieder runter, weil jetzt hatten wir ja eigentlich das Problem, dass wir hier eine doppelte Tour fahren müssten wegen der einen Haltestelle. Das Problem hat sich jetzt hier offiziell erledigt. Wir fahren jetzt statt rechts rum, also eigentlich wäre rechts rum auch besser gewesen. Der wollte immer links rum, komischerweise. Aber wir fahren jetzt hier links rum. Sachte. Zack, mitgenommen. Sehr gut. Ah, den scheint es gut zu gehen, alles schön. Ne, geradeaus wollte der ja immer. Der wollte halt nicht von der anderen Seite, sondern da. Ich meine, ich hab's ja nie ausprobiert. Ich gehe mit meiner Familie nach Sonnstein in den Urlaub. Naja. Ich hab gehört, die Aussicht dort ist unglaublich. Hab ich noch nie gehört, den Ort, mein Schöner, aber das wird schon passen, ne? Das wird schon passen. So, ich drehe das Gaspedal voll durch. Wir kommen hier auf 41 km/h bergaufwärts. So. Und dann sind wir wieder wunderschön auf unserem Highway. Und so viele Haltestellen sind das ja gar nicht und sie müssten ja ausgeglichen sein, ne? Josh und ich wollten demnächst eine neue Wanderstrecke ausprobieren. Ja. Das wird abenteuerlich. Das kann ich mir vorstellen. So. Wunderschön. So, ja, jetzt wird schon gemeckert, ne? Wir sind 32, 33 km/h. Hallo, hallo, hallo. Hey. Ah, danke. So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen, obwohl das geht mit dem Bus noch ein bisschen besser wie mit dem Schlenki. Ich bin aus West Oakwood, Baby. Ja, das freut mich. Das freut mich sehr. Ne? Na, jetzt klappe. Deine Fresse. Gott. So. Setzen wir einmal hier rüber. Man darf auch bei solchen Dingen nicht zu lange blinken. Das erkennt das Spiel nämlich gerne mal als falsche Blinksignale. Ah ja, und ich habe die die negativen Dinger halt wegen Schlaglöchern habe ich ausgeschaltet. Also wenn wir jetzt so Schlaglöcher fahren, wird uns das nicht mehr negativ angekreidet, weil das ist in der Stadt einfach nur Sackgang, ne? Also wirklich einfach nur Sackgang. So. Sehr schön. Was willst denn du? Ich habe doch einen Blinker drin. Na, da werden aber hier eine Menge keine Fahrtickets haben, ne? Das merke ich jetzt schon. Ihr Ticket? Danke. Ihr Ticket? Ihr? Ja, und ihr? Aha. Ah, Glück gehabt. Glück gehabt. So. Glück gehabt. So, Jetty Drive, das ist dann einmal hier wieder. Eigentlich hätte ich auf der rechten Spur bleiben können. Weil hier gehen ja die Schlaglöcher ins Unermessliche los. Genau, und das kann man nur mal schlecht ausweichen. Deswegen habe ich die Scheiße einfach ausgemacht. Können Sie bitte die Rampe runterlassen? Na klar, meine Schöne, das machen wir. Ja, schätze ich auch. Ah ja, Abrechnung. So, Nachtroute bin ich einmal gefahren in Route 6. Das war noch hier zum Kohlescheffeln. So, Route 6 hat jetzt bis dato natürlich noch gar nichts gebracht. Ist klar, 49.000. Ihr seht, Route 2 bringt 5.000, Nachtroute 1 bringt 8.000, obwohl ich die jetzt schon im Ganztagsverkehr habe. Terminal Route 2 11, Island Route bringt 18 und immer noch die effektivste Route ist Route 1 mit 24.000. Wahnsinn. Naja, aber immerhin 8.000 Werbeeinnahmen, das geht eigentlich vollkommen klar. Aber Route 1, die wir zuerst erstellt haben, bringt aus was für ein Grund auch immer die meiste Kohle. Und hat, glaube ich, die wenigsten Haltestellen. Aber ich glaube, das liegt auch an der Umlaufzeit. Weil so weniger Haltestellen, desto öfters kann die Route befahren werden, desto mehr Kohle gibt es am Ende des Tages. Vielleicht müsste ich das mit der Nachtroute auch mal machen, weil die Nachtroute ist komplett verzwickt. Das ist komplette Katastrophe. So.
Aber vielleicht machen wir auch einfach aus der Tagroute eine Tag-Nacht-Route. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Es ist jetzt einfach Vollzeit. Obwohl Haltestellen, die ja nur nachts großartig anbefahren werden, auch nur nachts am effektivsten sind. Das Problem ist halt nur, wir spielen zwar hier mit, ja nicht nach Realtime, ne, aber bis wir hier mal in die Nacht reinkommen, das dauert halt auch eine Weile. Das ist ein bisschen die Problematik. Wir haben eine perfekte Halteposition und das sage ich auch. Moin, moin. Naja, dann halt nicht. So, ich versuche dann mal kurzerhand hier. Wow. Klar. Ja. Ah, ha. Wunderbar. Einen Schwarzfahrer. So, wir müssen links rum. So, ja, die Dame rennt sie am besten. Ist sehr gut. So, was haben wir jetzt hier noch? 10, 11. Ah ja, da vorne war dann die letzte irgendwo. Die sind jetzt relativ nah beieinander hier. So. Sehr gut. Würden Sie mal weniger rumschreien hier hinten? Das ist ja grausam. So, Mahlzeit. So, sie habe ich schon, gell? Ihre Ticket bitte. Einen Augenblick. Danke. Was? Hier ist sie. Oh ne, das war sogar eine neue. Aber die hat auch eine. Naja, besser ist. Na, voilà. Bretter zu bitte. Danke. So. Oh Gott. Ich weiß schon, warum ich die Route hier gemieden habe. Das war nämlich ja grausam. Gut, mal, wir haben wieder drei Minuten Dings hier, ne? Ach Gott, warte mal. Oh Gott. Ja, yeah, rum. Die KI braucht mir jetzt so lange. Bleiben Sie stehen, junger Mann, sonst fasst sie. Ey, der wäre fast gegen den Bus gelatscht, alter Schwede. Ah, hier ist unser Dings. Ja, moin, 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 moin. Grüß dir. Das ist, glaube ich, ist das Route 1? Ja, das müsste doch Route 1 mit sein. Hm, gehen wir hier rüber. Können aber die Nachtroute sein. Die fahren alle so wild. Hier ist auf jeden Fall ein Haufen Verkehr. So, hier ist ein Fahrgast eingeschlafen. Ist ja auch mal wieder ganz selten der Fall. So. Ich würde gerne abbiegen. Ja, das ist korrekt. Sehr schön. Machen wir gute Pluspunkte hier. Gucken wir mal hier rein. Das ist der Herr mit den grünen Haaren, die Dame und nochmal die Dame. Ja, das sehe ich doch schon. Karte. Mhm. Karte. Karte. Aufwachen. Mensch, ist genau. Sehr schön. Mal hier rum. Hatten wir jetzt ja eine Ampel, ne? Achso, jetzt geht das ja wieder rückwärts. Ich vergaß. Stimmt, also die Route ist dadurch ein bisschen länger durch dieses Ping-Pong-Verfahren, weil dann die Route offiziell erst beendet ist, wenn wir wieder zurück zur Ausgangsposition gekommen sind. Ja. Gar nicht mal so verkehrt. Aber am Ende des Tages würde ich hier sagen, das passt erstmal generell so, denn wir haben schon wieder eine halbe Stunde auf dem Tacho. Man möge es kaum glauben, die Zeit in dem Spiel vergeht sehr, sehr schnell. Das heißt, ich fahre jetzt erstmal noch die Route hier zu Ende. Und habe ich jetzt hier irgendwas gedrückt, was ich gar nicht... langsam. Was ich gar nicht drücken wollte. Stimmt, ich habe jetzt hier ein Dings rausgemacht. Also ich fahre jetzt die Route hier nochmal zu Ende, weil wie gesagt, das ist jetzt nochmal die ganze Chaussee nach hinten ab zu Jetty Drive. Beziehungsweise, nee, warte mal, das ist jetzt ja... Ach, wisst was, das fahren wir jetzt noch selber. Weil das ist ja gar nicht mehr alles, sondern wir müssen jetzt noch zurück zur Ausgangsposition. Stimmt, da war ja was. Ich dachte jetzt, ich muss nochmal alles fahren. Aber das ist es ja gar nicht. Jetty Drive. Das ist jetzt noch einmal hier hinten rum. Sehr pünktlich. Sehr schön.
Das waren eine Menge Pluspunkte, die wir hier gesammelt haben. Und dann haben wir das doch so. Der Herr mit den komischen Dingen und die Dame da hinten. Mhm. Halt. War hier noch was? Oh. Puhu. Die Erdbeeren im Garten meiner Eltern sind sicher fast reif. Frische Erdbeeren. Papas Erdbeerkuchen. Hab die Dame natürlich nicht übersehen, ne? Auf gar keinen Fall. So. Naja, kann ja. Kann den besten Busfahrer passieren. Das kann den besten Busfahrer passieren. So. Ja. South Brigaden. Okay. Stimmt, das ist jetzt nochmal hinten. Einmal durch, einmal über den Highway, einmal unten. Dann ist die Route vorbei. Dann machen wir Feierabend, würde ich sagen. Und dann muss ich mir nämlich mal wieder in halber Bachelorarbeit-Manier mal angucken, wie wir die letzte Mission da erfüllen. Also was ist die letzte in diesen, also der letzte Punkt in der Mission. Das Wage, und das ist nämlich dann im Video dann doch ein bisschen zu Ja, hätten sie mal vorher angedeutet, dass sie aussteigen wollen, dann wäre das vielleicht auch weniger das Problem gewesen. Ja, moin. Engine-Scanner. Ah, es geht nichts über eine schöne Tasse Tee. So, Fahrkarten bitte. Fahrkarten. Na, hier. Fahrkarten. Hier bitte. Fahrkarten. Ich denn... Danke. Ah, hier, bitte. Ja. Ich höre gerne All Directions, wenn ich joggen gehe. Das freut mich für Sie. Ich höre eher so Slipknot. Ist das in Ordnung? Ja. 4 Minuten sind wir zu früh. Hm, ich bin einfach ein zu schneller Busfahrer. Die Katzen reden gerne miteinander, glaube ich. Sorry, ich habe ganz vergessen auszusteigen. Ja, das fällt Ihnen jetzt ein, kurz vorm Highway oder was? Oh, Leute, Leute, Leute. So. Gottes Willen. Wo sind die fliegenden Autos? Sollten wir die schon haben? 2070, der Herr. Da leben Sie schon nicht mehr. Also keine Sorge, Sie kriegen sie nicht mit. Ich gehe mit meiner Familie nach Sonnstein in den Urlaub. Ja. Ich habe gehört, die Aussicht dort ist unglaublich. Definitiv. Ich kann's kaum erwarten. Ja, ich. Ja, 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 ja. Ja, naja. Haben Sie. Irgendeiner hat es schon mal erzählt. Gestern habe ich so ein Obst probiert. Jackfrucht? Nein, Jackfrucht. Schmeckt wie eine Mischung aus Banane, Ananas, Mango und Melone. Könnte man einen Einfrucht-Smoothie draus machen. Die Humorabteilung bei Still Alive ist aber auch teilweise schwierig, ne? Also so ganz schwierig. Also Spring of Affection ist eigentlich meine Lieblingsserie, aber ich fasse es nicht, dass Consuela mit Bob geschlafen hat. Mit Bob. Das war gerade Gronkh, by the way. So. Ich höre gerne All Directions, wenn ich joggen gehe. Das ist sehr schön. Könnt ihr euch mal wieder aufhören, hier euch zu wiederholen? Ach so, ne, warte mal. Jetzt, ja, jetzt ist das Chaos nämlich perfekt. Die nächste Haltestelle, die wir haben, ist Old Silo. Ja, im Bus. Okay. Ich dachte, wir sehen uns morgen. Oh, er ist krank. Ich gucke gerne Drone Swarm und spiele gerne Spring of Affection. Ach nein, ich gucke Swarm of Affection und spiele Drones. Halt die Fresse. Halt einfach nur die Fresse, Alter. Ach ne. So, gut, stimmt. Jetzt müssen wir ja das Ganze rückwärts fahren, dass wir da vorne dann irgendwie wieder rankommen. Ach, Gottes Willen. Also, habe ich es eigentlich doch richtig gesagt und falsch verstanden? Aber egal. So, komm, steig aus und geh mir bitte näher auf den Sack, Alter. Das ist ja... Es ist ja Wahnsinn. So, die Herrschaften. Ich hoffe, sie haben alle eine Fahrkarte, sonst wird's teuer. Karte, bitte. Karte. Hier ist die Fahrkarte. Karte. Klar. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Maus. Ja, 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 ja. Die Katze interessiert keinen. So, ah, hier ist er. Mit Nightclub-Werbung. Der wunderschöne MAN.
So. Stimmt, 13, 14 Haltestellen und dann haben wir es. So, haben wir hier vorne noch. Ja, noch ein Stück, so, das sollte passen. Perfekte alte Position, sag ich doch. Und Zahltag! Haben eigentlich kaum Minus, ne? Ja, Blinker falsch gesetzt. Aber das geht. 49.000, das ist doch mal ein ordentlicher Zahltag, würde ich sagen. Haltestellen bitte. Ich hätte den Bus fast verpasst. Ja. Ich habe vergessen, eine Fahrkarte zu kaufen. Ja, genau. Ich dachte, ich Ach. Hätte eine gekauft. Aha. So, haben wir noch irgendjemanden? Schöne Maske im Übrigen. Ne? Hat ein bisschen was von, naja, ich sag's mal ne. Ja. So, zwei Schwarzfahrer in der Haltestelle. Oder, Entschuldigung, SchwarzfahrerInnen. Ei Wahnsinn. Ei Wahnsinn. So, dann haben wir jetzt hier North Harbor, Harbor Way. Ich fahre einfach mal dran vorbei, ne? Weil wir haben hier Vorfahrt, nicht die Abfahrt der Dings. Stimmt, und dann kommen wir ja hinten wieder raus und dann fahren wir, obwohl wir müssten ja eigentlich so gesehen, ja, wir müssten da nochmal einen kleinen Bogen fahren, weil wir müssen ja wieder Richtung Insel rein die Route abfahren. Wir kommen ja nicht wieder an der Insel raus. Ja, weil das ist dann ja offiziell theoretisch wieder der Start. Ja. Bing. Detwegen. Aber doch, wir fahren aber da rückwärts hin und machen rückwärts oder so, das kann natürlich auch sein. Alter, dein Ernst! Mach die Mucke aus! So. Bushaltestelle kann geupgradet werden. Ja, ist kein Problem. 2 Minuten 37 ist zwar nicht pünktlich, aber passt. Eine Effektivität von 92%, meine Damen und Herren. Na, wenn das mal keine Effektivität ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. So. Ja, jetzt sieht man das ganze Chaos. Seht ihr, wir müssen dann jetzt theoretisch hier wieder reinfahren. Also hier lang, dort lang, hier rein und dann geht die ganze Route wieder los. Ne? Aber okay, machen wir ja nicht mehr. Wir sehen ja hier soweit erstmal I.O. Gut, Jungs, Mädels, divers, ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin habe ich diese Route hier unten erstellt, in den Hauptverkehrszeiten morgens und abends, mit denen wir mit diesem wunderschönen Iveco hier fahren. In dem Sinne, ich danke, wir sehen uns. Tschüssikowski, tschüss.